Herzlich willkommen von WOM Adventure. Ja, wir fahren weiter durchs Land, treffen sogar auf einen Fluss und auch auf schöne Felsformationen. Und dann geht es an die Küste kurz. Da sehen wir ein paar bedeutende Häuser an und probieren auch noch eine bestimmte Kaffeesorte. Und danach geht es zu den Vulkanen, die schwarz und weiß sind. Viel Spaß beim Schauen. So, wir waren jetzt fast eine Woche in den Bergen, im Assi-Gebirge unter anderem. Und jetzt geht's runter nach Cheddar in die Hitze, in die tropische Meerküste, Landschaft, wie auch immer. Ab geht's. Da ziehen morgens noch die Nebelschwaden durch hier in der Höhe. Wunderschöne Aussicht. Die Berge sind ja übrigens etwa 2400 Meter ungefähr, die Straße auf jeden Fall, hoch. Und jetzt geht's runter auf 0 Meter. Oh, Affe von rechts. Klettern da die Felswand. Wir fahren jetzt durch die Altstadt in Cheddar und das Besondere an dieser Stadt sind genau diese Holzbalkone. Die hat immer wunderbar renoviert, auch wir fahren hier mit dem Fahrrad durch, da lässt sich das natürlich super besichtigen. In diesem stylischen Met-Café hier, ganz toll umgebaut, fragt der René gerade nach Kaffee. Der möchte nämlich unbedingt äthiopischen Kaffee finden, weil der am besten schmeckt. Mal wieder ein grünes Haus. Also interessante Stadt hier, waren alles Häuser, die haben alles platt gemacht. Aber der steht noch, vielleicht wollte der nicht verkaufen, keine Ahnung, mittendrin in dieser großen Landschaft. Wir sind jetzt mit dem Fahrrad zur Corniche von Cheddar gefahren und hier gibt es was ganz Spezielles, den größten Springbrunnen Fontäne der Welt. Bis zu 312 Meter ist das Teil. Aber im Moment glaube ich eher ein bisschen weniger wegen Wind. Wir machen jetzt hier mal Kaffee testen, weil äthiopischer Kaffee ist unser Wunsch und der soll hier verkauft werden, angeblich. Kaffee-Taste. So, ich bin hier in einem Kaffeeshop. Da gibt es ganz guten, speziellen Kaffee. Die rösten ihn auch selber. Ich habe jetzt einen äthiopischen mal ausgesucht und jetzt wird er getestet. Und wenn er für gut befunden wird, dann kaufe ich ein paar Kilo. Hat seinen Preis, aber Qualität kann man nie genug haben. So, sie sind gerade am Rösten. Okay. Da sieht man jetzt, wie das Ganze funktioniert. Das ist die Röstmaschine. Hier wird der Arabica geröstet. Und hier ist die türkische Version Robusta. Dieser Kaffee in der Rösterei wurde uns jetzt hier kredenzt. Und der wird jetzt probiert. Und wenn er gut ist, kauft der René die Bohnen. Und was sagt der Chef? René? No, she don't drink. Ist gut. Ja, da probiere ich ihn mal. Vielleicht probiere ich meinen ersten Kaffee jetzt hier. Ich trinke sonst keinen. Ist gut? Eins ist Kolumbien. Was ist das? Goldbrot. Das ist Kaffee. Kaffee? Yes. Goldes. Ah, cold coffee. Goldes. Ah, okay. No. New, yes. And who knows how it works with the roasting? Yes, I know. You know. So you are a barista? You call yourself barista also, or? Yes.
I have two but people. Somebody have to teach you how to work this machine. I have one to teach. You have one teacher. Oh, I think I come and give you maybe 10 minutes. How 10 minutes, half hour, he coming. You know. Jetzt wird noch über den Preis verhandelt. Switzerland. It's 10 or 20, so the coffee. Because they also import it. It's in Switzerland a little bit cheaper. Mm-hmm. This is quantity. He knows all. Also, das Geschäft ist perfekt. René hat's geschmeckt. No. Und jetzt. Gut verhandelt, guter Preis, oder René? Ja. Zufrieden. Jetzt fahren wir ein Stück der Strecke, die auch Formel 1 Strecke ist, hier in Jeddah, der Street-Rundlauf. Gibt es noch Tipps, überall die Schilder und Riesenbühne. Wir dürfen nicht durch, aber für den Formel 1 Zirkus nächstes Wochenende wird hier gerade mega aufgebaut. Unter anderem eine riesen Veranstaltungsbühne für ein nächtliches Konzert. Ja, es ist in Jeddah. Eigentlich wollten wir zu einer Moschee fahren. Am Roten Meer, aber hier ist Formel 1 und zwar in einer Woche und wir sind auf der Rennstrecke und fahren gleich mal ein Rennen, aber ganz langsam. Machen wir Pause auf der Reise Richtung Medina und dann weiter zu den Vulkanen. Und in Saudi-Arabien gibt es tatsächlich auch richtige Wasserplätze hier, denn nicht alles ist offensichtlich Wüste. Und was sehen meine Augen? Eine Schlange. Kennt ihr die? Was ist das für eine? Klein. Wir fahren ja jetzt ein bisschen nördlich über Medina und endlich wieder mal ein Platz mit Wasser. Und zwar ist das eigentlich ein Fluss mit vielen Nebenläufen. Da hinten ist gleich die Autobahn und hier machen wir Pause. Und es riecht fantastisch. Ich liebe das, diese Natur. Hey. Hier gibt es auch eine große Herde Schafe und Ziegen. Aber die finden ja auch viel zu fressen. Wir sind jetzt 100 Kilometer vor Medina und die Landschaft wird immer schöner, es wird bergiger, es wird grüner und die Temperatur ist jetzt schön angenehm, 25 Grad am Mittag, perfekt, und abends ist es auch schön angenehm. Im Süden war es zum Teil recht heiß, über 30 Grad. Hier links von uns die Stadt Medina, die wir jetzt umfahren. Ja, das Land ist so weitläufig, das ist unglaublich. Straßen, Kerzen gerade und es hört fast nicht auf. So, wir fahren jetzt zu einem Übernachtungsplatz, der ist in Eye Overland drin. Ein bisschen abgelegen, aber es soll da wunderschön sein. Und ja, sieht auch jetzt schon toll aus. Wow, sieht das schön aus, das ist ja wie Safari. Hey. Wunderschön. Hey. Also wir sind hier in einer Traumlandschaft gelandet. Die Piste ist leider nicht so traumhaft, aber die Landschaft umso mehr. Schöne Steine hier, blauer Himmel, perfekt hier.
Berg da hoch. Senkrecht. Sonne untergegangen. So schön hier oben. Da unten haben wir uns niedergelassen mit zwei anderen. Und das ist unsere schöne Aussicht. Von oben, von einem runden Stein stehen wir jetzt. Wunderschön. Ja? Sogar Angie guckt. Einsamer Wandersmann hier in der Nacht. Untergangsstimmung in der saudischen Halbwüste hier. Es ist einfach nur schön. Wir fühlen uns hier wie auf Safari. Wir haben hier so schöne Steinformationen um uns herum, vor denen wir hier übernachten. Morgens hier durch diese Felsen klettern und das sind gigantische Formationen, sieht stark aus. Das war unser heutiger Übernachtungsplatz hier in dieser schönen Gegend. Direkt neben diesem sitzenden Steinelefanten sieht man erst, wenn man wieder herkommt, dass er so aussieht. Auf dem Berg war hier uns Einbahnstraße, aber sieht stark aus hier die Landschaft. So auf diesem Safari-Track, jetzt geht es zu den weißen Vulkanen. Wir haben den ganzen Berg umrundet. Mit uns ist auch der Sebastian und da gibt es so schöne Felsdünen hier. Nächstes Ziel sind die weißen Vulkane auf schwarzen Pisten und wir haben schon über 100 Kilometer Fahrt hinter uns, der größte Teil Piste, nicht schön, hier ist gerade traumhaft. Wir fahren direkt an den Lavafeldern vorbei hier. Das ist mal geil, jetzt müssen wir nämlich hier durch das Lavafeld durch.
Das ist mal ein Vulkangestein und wir fahren da mitten durch, natürlich auf einer Piste, zum Glück. Indirect, direkt auf den Vulkan zu, da ist er, sieht stark aus. Wir sind auf dem nächsten Lavafeld. Dies ist ein bisschen flächer. Ja. Direkt neben uns das Lavafeld, so bin ich jetzt auch noch nie gefahren. Das war mal richtig heiß. Bau, damit er da durchkommt. Ist ein ganz unebener Weg im Lavagestein. Schwierig. Ja klar, und Lavagestein ist natürlich auch scharfkantig. Jo, und da schaukeln wir jetzt da gerade so durch hier. Durch diese Lavasteine. Das war die Passage, da mussten sie runter. Abendwanderung bei dem Lavafeld. Das ist eine Kulisse. Ist das schön. Das ist krass, das ist nur krass. Da hinten seht ihr den Camper da. Ein Lavafeld, riesig, unüberwindbar. Da hinten sind wir in einer Sackgasse. Es ist der Wahnsinn. Guten Morgen, direkt vorm Weißen Vulkan und jetzt fahren wir ein Stück woanders hin, weil wir heute noch wandern wollen. Wo kein Weg ist, da muss man einen machen, weil hier ist viel, viel Lavagestein und alles spitz. Da müssen wir jetzt drüber und oben lauter scharfe Steine. So sieht das dann aus, um an diesen Steinen vorbeizukommen. Ja, schaut gut aus. Du kommst ja vorbei an dem Stein. So, geschafft. Wir sind durch diese spitzen Steine. Das ist die Lavamauer, an der wir hier vorbeifahren. Ja, so Morgentour. Wir fahren jetzt weiter so zwischen die Vulkanberge. Da hinten leuchtet er uns entgegen, der weiße Vulkan. Und gruselig, da liegt ein totes Babykamel. So, jetzt juckeln wir hier mal den Berg hoch. Die bessere Spur, die war leider zu Ende, geht nicht weiter. Jetzt müssen wir die schlechtere nehmen, weil die führt durch.
Meter für Meter kämpfen wir uns jetzt hier hoch, einmal Zentimeter für Zentimeter, meine ich. Und es windet, es hat nur 10 Grad raus, hier auf 1700 Meter. Das ist eine raffe Piste, eingegrieche hier. Da unten steht auch der Dietmar, der hat sie auch hergefunden, den Weg. Boah, ist das schräg wieder. Normal, Achtung, ist ein ganz spitzer Stein da rechts. Da geht man ja nur normalerweise wandern bei sowas, aber wir müssen da mit dem Fahrzeug drüber. So ist das mit René. Ohne Sperren. Geht, hä? Ohne Sperren. Ja, dafür haben wir jetzt die Aussicht hier zu diesem weißen Vulkan. Wellig hier. Klebt an Stein. Jetzt müssten wir da unten im Loch bleiben. Da wäre es nicht so wild. Vor uns der höchste Vulkan der Gegend. Aber wir sind noch weiter auf der Piste. Das wird jetzt unser Schlafplatz hier bei den Vulkanen. Wir sind hier in einem wunderschönen Plätzchen und wer kommt angefahren? Ein arabischer Camper. Und der hat hier seinen Camper. Hier schläft er nämlich. Da ist die Kühlbox. Da hat er die Stromsteckdosen. Also, es geht auch so. Da oben ist das Licht. Er ist Wahnsinn. Er hat das wirklich super gemacht. Kein Profil mehr, oder? Fahren die. Wahnsinn. Hat er die. Campingcar auf Arabisch. Und so ein Dings noch. Hi. Das ist so geil. Tja, da stehen wir hier. Und wer kommt jetzt da angefahren? Das ist echt krass. Eine Fahrradfahrerin und das hier in der Gegend, in dieser unwirtlichen Gegend. Also Mädchen, Respekt, Respekt für das, was du hier leistest, ist ja irre. So, und schon sind wir nicht mehr alleine. Die Maxi ist bei uns, die Radlerin und eine ganze, ganz freundliche Araber-Truppe. Ja, der hat uns gezeigt, hier gibt es auch einen riesen Trüffel, wie man die findet. Football. Ja, erzählt. Football. Das sind Riesenteile, kann man wie Kartoffeln verarbeiten, sind aber wohl echt ein Vermögen wert. Ja. Wie riechen die denn? Und riechen wie? Schon kann man wie Kartoffeln riechen. Wie nicht? Nicht. So, wir sind da hoch geklettert, kann man sagen. Das war der Wahnsinn.
Und um diesen Vulkankrater anzuschauen und weil es geregnet hat, ist da unten schön grün. Wow, es ist fantastisch. Ich bin jetzt da oberhalb vom Krater. Die anderen zwei Frauen kommen jetzt gerade. So, super. Ja, wir haben noch eine 20-jährige Velofahrerin, die ist von Deutschland bis hierher getreten. Wahnsinn, die darf heute bei uns essen und schlafen. Ja, ich hab's geschafft und das auf allen Vieren hier hochgeklettert. Mann, bin ich stolz. Und dann diese Aussicht in den Vulkankrater, geil. Das ist unser Ausblick und jetzt haben wir dann gleich Sonnenuntergang. Wir haben es perfekt erwischt. Da unten ist die Crew Mantoko, der Benny goes overland, der ist auch jetzt dazu gestoßen, sehe ich. Ja, geil. Und da sind alles Krater. Hier auch alles Vulkankrater. Hier die Vulkane in der Ferne und die letzten Sonnenstrahlen küssen hier den Kraterrand. Wir sind ganz oben, höchster Punkt hier über dieser gigantischen Vulkanlandschaft bei den Black and White Mountains und es windet. So, der René, der friert mir so, Alter. Dahin, die Maxi. Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Die war jetzt seit gestern bei uns und jetzt geht's weiter für sie. So, jetzt sind wir auf dem weißen Vulkankrater. Der hat einen viel größeren Durchmesser. Dafür ist er nicht so tief. Der Anstieg ist viel einfacher gewesen, ohne zu klettern, aber steil. So, jetzt noch die andere Seite des einzigartigen Vulkans. Guckt euch das an. Das ist der Geber dieser riesen Lavamasse, angeblich vor 1500 Jahren das letzte Mal ausgebrochen. Und wir laufen jetzt einmal rundherum. So, da hinten ist mein Camper. Vielleicht seht ihr ihn. Wunderschön, ganz alleine stehe ich da. Mit meiner Partnerin natürlich. Hier blüht es, das ist wie ein Blumengarten hier. Überall gibt es auch Pflanzen. So, das war es wieder von mir, aber bleibt dran, es gibt noch ein paar Abschlussbilder. Okay, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.